Mit dem Einschlafzustand beschäftigen sich Menschen viel zu wenig, weil man darin eigentlich ziemlich coole Sachen erleben kann, ziemlich interessante Dinge erforschen kann. Und es geht teilweise besser als im Traum. Es ist so eine Schnittstelle zwischen Wach und Schlaf und in dieser Schnittstelle passiert sehr viel. Und was da so alles abgeht und was man auch damit machen kann, mit diesen hypnagogen Eindrücken, die in dieser Einschlafphase oder auch beim Aufwachen auftreten, das werde ich euch erzählen. Hypnagogie tritt auf in hauptsächlich Schlafphase 1. Das ist eben die Einschlafphase. Man ist noch nicht im Schlaf, aber es wird schon zu den Schlafphasen gezählt, kann aber auch in Schlafphase 2, also schon im Schlaf, stattfinden. Und per Definition ist alles, was dann später kommt, also Schlafphase 3, das ist der Tiefschlaf und REM-Schlaf, das ist keine Hypnagogie mehr. Und wenn man wach ist, ist es auch keine, sondern eine Halluzination oder so. Ganz kurz, was sind Hypnagogien? Das kann man alles googeln oder Wikipedian oder so. Das sind alle Sinneseindrücke, die auftreten, während man beim Einschlafen ist. Und zwar nicht die Sinneseindrücke, die vom Körper kommen, sondern die halluziniert werden. Aber auch die Gedankenmuster, die dabei auftreten oder die Gedankenmuster und wie sie sich unterscheiden von den normalen, logischen, strukturierten Wachgedanken. Das heißt, es kann jeder Sinneseindruck, der möglich ist, in einer Hypnagogie auftreten, so ähnlich wie in einem Traum oder in einer Halluzination. Es kann also visuell sein, was bei den meisten Menschen der Fall ist. Es kann auch akustisch sein oder irgendwas Haptisches, beziehungsweise haptisch nicht unbedingt, aber zumindest Lageempfindungen gibt es recht oft. Und alle anderen Sinne, Geruch, Geschmack, Temperatur und was auch immer, aua, Schmerz vielleicht, ist durchaus auch möglich, aber sehr selten. Zumindest in der Hypnagogenphase, zumindest wenn man sich damit noch nicht so intensiv beschäftigt hat. Wie man die alle erforscht oder wie man das steigern kann, das werde ich noch erzählen. Erst einmal grundsätzlich, wenn ihr überhaupt euch fragt, wie kann man überhaupt Hypnagogien wahrnehmen, wann finden die überhaupt statt? Wie gesagt, beim Einschlafen, also jede Nacht, ja, könnt ihr euch einfach mal, also ihr könnt euch abends hinlegen und darauf achten, einfach darauf achten. Das ist so die Basic Herangehensweise, einfach erst einmal nur darauf achten, was da so abgeht und schon kriegt man Ergebnisse, schon nimmt man was wahr. Also es kann sein, dass es länger dauert am Anfang, aber man kann da was wahrnehmen. Und genau, es kann sehr realistisch werden. Es können, also am Anfang ist es eben überhaupt nicht realistisch, wenn man das noch nicht kennt oder wenn man gerade erst angefangen hat einzuschlafen, dann ist das meistens sehr vage, sehr undeutlich. Aber es kann richtig zu realistischen, plastischen Bildern oder sogar Szenen wie in einem Traum werden, ohne dass man sich schon im Schlaf befindet. Wow, Dreck. Ich habe richtig Dreck an der Hose. Wow, wollt ihr mal sehen? Also wenn ihr Hypnagogien sehen wollt, legt euch einfach hin, entspannt euch, fangt an einzuschlafen und ihr solltet nicht unbedingt einschlafen. Ihr solltet irgendwas tun, dafür sorgen, dass ihr dann nicht einschlaft, damit ihr euch an die Hypnagogien erinnern könnt. Zum Beispiel stellt euch einen Wecker, zum Beispiel nehmt einen Schlüssel in die Hand und sitzt, ja, und während ihr dann einschläft, dann weckt euch das Geräusch auf, wenn der Schlüssel runterfällt. Vielleicht wacht ihr ja auch schon auf, wenn euer Kopf anfängt so runterzugehen und dann seid ihr auch wieder wach. Also versucht das so. Wichtig ist, ihr müsst schon in die Entspannung reinkommen, ihr müsst euch schon wirklich tief entspannen und abschalten. Abschalten und gleichzeitig beobachten. Das heißt, nur beobachten, aber nicht wirklich aktiv großartig was machen. Wie schon gesagt, man kann Einfluss nehmen auf Hypnagogien, man kann mit denen interagieren, aber am Anfang, wenn man die überhaupt erstmal wahrnehmen will, ist es wichtig, möglichst wenig zu beeinflussen, weil da kommt man dann wieder raus. Also da kommt man, oder zumindest ist es schwieriger, dann drin zu bleiben. Stellt euch vor, ihr habt einen Tagtraum, das kennen doch sicher alle. Man denkt an irgendwas, man denkt an eine Situation, zum Beispiel ein Gespräch, das man hatte gestern oder so, das einem wichtig war und man überlegt sich, was man hätte anders sagen können. Oder man überlegt sich, was weiß ich, morgen hat man eine Reise vor
und überlegt sich, wo man genau hingehen will. Also hat man einen Tagtraum, geht irgendwelche Szenarien durch und währenddessen hat man ja auch schon Vorstellungen. Genau die Art von Vorstellung, die man dann hat. So sehen auch Hypnagogien aus. Das heißt, es ist nicht so, wie wenn man hier was sieht. Am Anfang ist es nicht so, sondern es ist wirklich wie eine Vorstellung, man denkt an was. In der Art sind Hypnagogien. Der Unterschied ist halt einfach, dass die Hypnagogien spontan kommen, automatisch entstehen und dass die nicht unbedingt Sinn ergeben müssen, beziehungsweise sind nicht strukturiert. Da kommt einfach irgendein random Zeug, es erscheint am ersten Mal random, weil man einfach nicht weiß, was soll das überhaupt. Und es kann auch recht schnell wieder verschwinden und dann kommt was anderes. Das ist alles nicht so strukturiert und es funktioniert eher assoziativ mit Analogien und so weiter und mit Symbolhaftigkeit. Und dann verlieren plötzlich manche Worte ihre Bedeutung und bedeuten was anderes. Also die Logik, die logischen Gedanken, das funktioniert schon gar nicht mehr so richtig. Das heißt, man hat auf der einen Seite die Eindrücke, die schnell wechseln können, aber irgendwann auch langsamer werden und stabiler werden können. Und auf der anderen Seite die Gedanken, die eben diesen assoziativen und teilweise unlogischen Charakter annehmen können. Und das kann man, wie gesagt, immer machen. Das ist der Vorteil zu Klarträumen. Und es gibt noch einen anderen Vorteil gegenüber Klarträumen, nämlich den, dass man normalerweise immer bewusst ist während der Hypnagogien. Normalerweise weiß man so im Hintergrund, dass man da rumliegt und dass es nicht echt ist, was man erlebt. Das ist so der Vorteil, weil im Traum ist es ja relativ selten oder zumindest bei vielen Menschen selten, dass man das weiß. Bei den Hypnagogien ist eben der Unterschied, man hat noch ein bisschen Wahrnehmung von außen. Und man spürt noch, wie man im Bett liegt und so weiter. Und dadurch ist es unweigerlich so, dass man im Hintergrund immer weiß, man ist hier eigentlich woanders. Und das heißt, Hypnagogien bewusst wahrzunehmen, das ist viel einfacher, als Träume bewusst wahrzunehmen, aber was anscheinend schwieriger ist, ist sich daran zu erinnern. Und das liegt einfach nur daran, dass zum einen gibt es häufig gar nicht das Interesse, sich zu erinnern. Vielleicht wissen die Leute gar nicht, dass es da sowas gibt zum Erinnern, was oft kommt. Manchmal ist das Zeug so schnelllebig, dass man sich einfach nicht daran erinnern kann. Die Gedanken sind zu unlogisch, sodass das irgendwie nicht möglich ist, sich daran zu erinnern. Oder man hat vielleicht den letzten Fetzen und der Rest ist irgendwie weg, weil das so assoziativ aufeinander folgt. So wie wenn man manchmal mit manchen Leuten, wenn man mit den Smalltalk betreibt, dann ist das genauso. Das Gespräch ist so schnelllebig, man weiß gar nicht, wohin das eigentlich führt. Und man weiß auch nach 10 Minuten gar nicht mehr, womit man eigentlich angefangen hat und worüber man eigentlich geredet hat. So ähnlich ist das mit Hypnagogien manchmal. Also vor allem am Anfang, wenn die sehr schnelllebig sind. Deswegen kann das auch sehr schwer sein, sich daran zu erinnern. Vor allem, wenn man keinen Bezug dazu hat. Aber man kann es einfach üben, man kann es trainieren. Wie gesagt, immer wieder wach werden, also auftauchen und dann wieder in diesen Halbschlaf reingehen. Und dann sollte das nach einer Weile gehen. Man kann das immer üben und deswegen tut es. Jetzt tut es. So Leute, der Tag war lang. Ich mache es mir hier gemütlich. Wir versuchen mal ein bisschen Hypnagogien wahrzunehmen. Der Tag war lang. Also es ist morgens früh gerade und ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt sieht, aber ist egal, ich schlafe ja eh nur. Und versuche mal hier mich zu entspannen. Und dann erzähle ich euch mal, was ich wahrnehme, okay? Rücken ist noch nicht gut. Und ich bin voll mit Nadeln. So ist es im Wald. Also, ich entspanne mich. Meine Atmung wird langsamer. Und wenn es mir zu hell ist,
unter den Augenlidern, dann rolle ich die Augen hoch. Und ich denke an nichts. Jetzt sehe ich mich selber im Wald, ja? Also ich sehe mich von außen, mein Gesicht. Hypnagogien kommen bei mir ziemlich schnell. Ich meine, ich bin auch müde, aber ich habe es halt auch lange schon geübt. Und ich sehe mich ständig selber. Das Bild ruckelt immer so ein bisschen. Da sehe ich mich immer von verschiedenen Perspektiven, die ganz schnell abwechseln, aber es hält sich erstaunlich stabil. Und dieses Bild sehe ich nur ganz in der Mitte meines Sichtfeldes. Außenrum ist alles dunkel. Und es ist noch nicht sehr deutlich. Ja? Also ich kann mich schon, ich kann schon die ganzen Konturen von meinem Gesicht erkennen, aber es ist trotzdem nicht so, als würde ich normal was Optisches sehen. Ich gucke mal jetzt durch den Wald rum. Das ist nämlich das, was man machen kann, um Hypnagogien zu steuern, zu beeinflussen. Man gibt nicht unbedingt vor, was jetzt kommen soll, aber man schaut. Man schaut in eine gewisse Richtung, man denkt an etwas und guckt dann, was die Hypnagogien daraus machen. Und ich gucke jetzt im Wald rum. Aber das ist der Wald, ja, ich habe jetzt gerade einen Baum gesehen mit dem Nebel, so wie es halt gerade hier auch aussieht. Aber ich bin wieder zurück und sehe mich selbst. So, jetzt hat sich ein neues Bild eingeschlichen. Das überlagert sich mit dem anderen. Es ist sehr rot und sieht aus wie so ein Geigerbild, ja, dieser Geiger mit seinen Alien-Figuren. Und das sieht cool aus, es ist halt rot und düster. Und ich höre halt von draußen einige Sachen, zum Beispiel höre ich gerade ein Flugzeug. Und dann sehe ich auch eins. Also ich habe eben einen Vogel gehört. Dann habe ich eine Ente gesehen, was überhaupt nicht passt. Aber die Ente sieht auch ziemlich dumm aus. Also jetzt, wo ich gerade über die Ente rede, sehe ich die Ente länger. Sieht eigentlich aus, wie wenn die aus Holz gebaut wäre. Einfach sehr schlicht gestaltet. Keine Details, nichts. So, ich entspanne mich mal noch mehr. Entspannen kann man sich vor allem über die Atmung und indem man den ganzen Körper, alle Partien locker lässt. Ich habe jetzt weitgehend Schwärze, gar nichts. Tauchen Bilder auf, aber die sind zu undeutlich, um sie überhaupt großartig zu erkennen. Gehen auch zu schnell wieder weg. Die sind uninteressant, ja? Also in der Form sind die nicht interessant, weil viel zu unklar. So, jetzt habe ich ein Motorrad gehört. Also in echt. Und jetzt sehe ich ein Motorrad. Ich konzentriere mich so ein bisschen auf das Bild oder auf die Idee vom Motorrad. Ich halte diese Idee quasi in meinem Geiste fest. Und dadurch sehe ich jetzt wirklich einen Motorradfahrer, so einen Rennfahrer. Der hat so einen richtig stylischen Helm. Das Motorrad hat auch viele verschiedene Farben an der Lackierung. Und er düst halt irgendwo entlang. Ja. Also ich sehe den so im Close-Up
Und jetzt sehe ich ihn irgendwo über einen Rennring fahren und hinter ihm entsteht so eine richtige Staubwolke. Ja, und jetzt bin ich hier in einem Computerspiel hinter dem Motorradfahrer in der Vogelperspektive etwas oben drüber und folge dem auf irgendeiner blöden computerspielartigen Spur. So blöd ist das halt, weil es sehr simpel ist, passiert nicht viel, geht immer geradeaus und er wackelt immer so hoch und runter. Diese Idle-Animation. So, und jetzt habe ich plötzlich ein Eichhörnchen, das eine Nuss knabbert, und zwar richtig realistisch. Ich sehe es von der Seite und es knabbert seine Nuss. Es sitzt so richtig da. Oh, es ist voll süß. Jetzt will ich streicheln. Jetzt versuche ich nämlich Einfluss zu nehmen. Ich will das Eichhörnchen streicheln. Und dann kommt das auf mich zugerannt. Ja? Also ich habe es schon berührt am Fell. Und dann rennt das so richtig auf mich zu, frontal. Und krabbelt mir hoch. Und dann krabbelt so um meinen Hals herum. Oh, jetzt wird es immer schneller. Dann rennt, ja, okay, ich muss es mal stoppen. Und jetzt habe ich so eine im Arm liegen und streichle es und es ist sehr flauschig. Und das Gefühl, wie sich das anfühlt, dieses Streicheln, dieses flauschige Fell, das ist sehr rudimentär, ja, also es ist wirklich wie eine Vorstellung nur. Da ist nicht viel, kein sehr starker haptischer Eindruck, trotzdem spüre ich eindeutig, wie flauschig das ist. Und auch an der Wange ist es, ja, die Krallen, die kratzen halt, ne? Die Krallen kratzen mich, wenn es da so wild wieder über meine Hand rennt und so. Ja, wenn es ruhig ist, dann ist es sehr flauschig. So, jetzt sehe ich plötzlich eine andere Szene, die sich da überlagert. Ich sehe das gleichzeitig noch das Eichhörnchen, aber auch ein Wald mit vielen Bäumen. Und hinten dran ist die Sonne, aber die Sonne ist richtig riesig und wie vom Nebel verschwommen. Und es ist ein richtig heller Kreis oder ein heller Blur, der da leuchtet. Und ich sehe Bambi oder irgendein Reh, was im Wald rumhüpft, auf zwei Beinen geht, komischerweise. Und dann ist so seinen Kopf nach oben streckt, um irgendwas zu finden. Ich glaube, ein Schmetterling, also an der Nase irgendwie. Ja, es ist schon sehr kitschig. Ich muss dazu sagen, meine Hypnagogien sind häufig, enthalten die auch Comic-Elemente. Obwohl ich mich schon ewig nicht mehr mit Comics oder Cartoons beschäftigt habe, immer noch alles von der Kindheit drin. Kommt in den Hypnagogien recht oft. Aber zum Glück nicht nur. So, was ich jetzt noch gar nicht hatte, sind akustische Hypnos. Und um die zu hören, versuche ich einfach mal drauf zu achten. Also ich habe ja Bambi im Wald, ne? Ist immer noch da, jetzt ist es halt ein Hase zwischendrin oder ein Schwein, manchmal ändert sich das. Aber der Waldboden ist Laub und ich versuche mal das Rascheln zu hören. Also ich stelle mir halt einfach vor, dass das bei seinem Rumhüpfen ziemlich raschelt. Und naja, man sieht auch die Laubblätter hochfliegen. Und ich höre auch das Rascheln. Auch sehr rudimentär, aber ich höre es. Und jetzt gehe ich ganz nah ran. Und dieses Reh, also das ist jetzt kein Comic-Stil, sondern schon einigermaßen realistischer Stil. Das Reh, was aber manchmal auch aussieht wie ein Fuchs, schnüffelt auf der Erde. Und ich bin so nah dran, dass ich das Schnüffeln hören kann. Und auch den Luftzug spüre, wenn es dann so ausatmet. Und jetzt hat es mir übers Gesicht geschleckt.
Mit so einer rauen Zunge wie bei einer Katze. So, weil ich gerade wieder aus dem Wachleben irgendwelche Vögel gehört habe, ist eine Eule aufgetaucht, die einfach auf dem Ast rumsitzt. Oh, der Ast schwankt aber ganz schön. Genau, also wie ihr seht, man kann Hypnagogien beeinflussen durch das, was man sich, woran man so denkt. Man kann also Vorstellungen mit reinbringen. Wichtig ist, dass man den Hypnagogien in den Raum lässt, die Vorstellungen selber auszugestalten. Und jetzt sehe ich Wasser. Wasserfall. Ein richtig riesiger Wasserfall. Wisst ihr, jetzt werde ich gerade sehr müde. Jetzt kommt die Müdigkeit. Ich bin heute früh aufgestanden. Und ich spüre das auch auf meinen Augen. Und der Wasserfall, der strömt runter. Und unter dem Wasserfall steht so ein Haus. Eine Villa. Und der Wasserfall strömt einfach auf diese Villa drauf. Und das Wasser strömt zu allen Seiten auf dem Boden weiter. Das Haus wird so richtig übergossen und überströmt. Ist komisch, oder? Dass diese Wasserfallvorstellung jetzt kommt, wo ich müder werde. Wie das Haus so überströmt wird von dem Wasserfall, von dem Wasser, das hat sich befriedigend angefühlt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch dieses Gefühl, dass ich die Müdigkeit zulasse und die Entspannung zulasse. Ich merke auch, wie mein Körper immer schwerer wird. So, und jetzt ist das Problem, dass es langsam kalt wird. Und auch, also in echt, ja. Und auch, dass, also reden kann ich noch ziemlich gut. Aber ich würde, wenn ich jetzt in der Müdigkeit weitermachen wollte, mich komplett hinlegen wollen. Und dann wird es irgendwann auch schwieriger zu reden. Deswegen versuche ich jetzt so langsam aufzuwachen. Nicht allzu ruckhaft. Ich sehe schon einfach auf mein geschlossenes Auge. Ich sehe irgendwelche Muster, die sich da formen. Das mit den Mustern ist übrigens auch sowas. Ich weiß nicht, ob das immer nur, ich weiß gar nicht, wie der Begriff heißt. Phosphene oder sowas? Da gibt es so einen extra Begriff dafür. Für diese Muster, die entstehen, wenn man sich auf dem Auge reibt und so. Oder wenn elektromagnetische Wellen die auch und so weiter das stimulieren, dann kommen halt Muster. Ich mache aber jetzt gerade gar nichts mit den Augen und trotzdem sehe ich die Muster, ja. Also es gibt es auch in der Hypnagogenphase. Und das ist eigentlich eine eher oberflächliche Form von Hypnagogien, wenn es überhaupt Hypnagogien sind. Und die sehe ich jetzt gerade, weil ich auch ein bisschen wieder mich auf das Wachsein konzentriere. Alter, bin ich müde. Aber es hilft ja nichts. Jetzt sehe ich mal noch irgendein schönes Blatt. Und mit einem großen Atemzug wache ich auf. Wenn ich denn jetzt schon wach bin. Oder ich bin jetzt in einer extrem realistischen Hypnagogie. Dann wäre es aber ein Traum. Weil ich bin komplett drin. Ja? Ich bin komplett hier in dieser Realität. Ich spüre keinen anderen Körper, der irgendwo anders wäre. Und ich habe einen eigenen Körper und so, obwohl er sich relativ immobil anfühlt gerade noch. Jo, Leute. Ich gebe mir ein bisschen Zeit, ich muss wach werden.